Hallo und herzlich willkommen mal wieder zu Wir probieren. Heute mal wieder mit einem Energy Drink und zwar AMP, diverse Sorten. Aus den USA, gespendet von drink4u.de. Vielen, vielen Dank dafür. Toller Online-Shop, der vor allem, muss ich dazu sagen, der hat als einziger deutscher Online-Shop, soweit ich weiß, die Exklusivrechte. Rechte Rockstar zu importieren. Und zwar also die ganze Rockstar-Palette. Alles, was in den USA hergestellt wird, dürfen in Deutschland nur die vertreiben. Und haben dadurch natürlich so eine leichte Monopolstellung und können relativ gut die Preise kontrollieren. Am Rande. Ansonsten, der Rest ist allerdings relativ günstig. Oder sagen wir, also so was... Preis-Leistungs-Verhältnis dürfte stimmen wahrscheinlich. Genau. Und die haben uns jetzt hier in diesem Fall die komplette Palette beziehungsweise deren Sortiment von AMP zur Verfügung gestellt. Es gibt in den USA natürlich noch weitere. Es gab auch früher andere und so weiter, aber die das wird ähnliche Phänomen die vier Anfrust kriegt ihr auf jeden Fall bei drink4u. Und deswegen würde ich sagen, fangen wir direkt mit dem normalen AMP an. AMP Energy, das Basis-Äquivalent quasi. Zum Style AMP, da drüben noch diese Flamme oder Ja, ich würde auch sagen Flamme. Flamme. Der Hintergrund erinnert, wie du schon vorhin gemeint hattest, so ein bisschen an diese Nordlichter. Mich hat das hier als erstes an diesen Matrix-Quellcode erinnert, der mit dem Grün vor allem auch wieder so runterläuft. Ja. Gut. Zweites, was interessant ist, ist, dass bei denen auch oben alle Schniepel in der Farbe des Getränks, die Laschen in der Farbe des Getränks gehalten sind. Was ich viel interessanter finde, das wusste ich zum Beispiel vorher auch nicht, dass das unter Mountain Dew läuft. Unter Mountain Dew läuft, ja. Das hat man dann auch über Google dann festgestellt. Und vor allem steht es auch nochmal drauf, habe ich gesehen. Da steht auch nochmal irgendwo, war das Mountain Dew hier unten, das Mountain Dew-Zeichen noch mit drauf. Das heißt, es müsste eigentlich uns beide zufriedenstellen, weil beim Durchlesen... Der große Mountain Dew-Liebhaber. Also ich bin der Mountain Dew-Liebhaber, du bist auch noch, also du auch, aber vor allem auch der Mate-Liebhaber, weil bei dem hier war einer, dann kommen wir auch nochmal dazu, dann auch noch Inhaltsstoffe enthalten. So, wonach riecht er denn? Was ich auch noch, also lustige Anekdote, mir hat ein Kumpel, der ausgewandert ist nach Kanada, erzählt, hey, hier gibt's voll den geilen Energy Drink, AMP, gibt's denn bei euch auch? Und ich so, nee, ja, geilster ever und so weiter. Und ich bin da ja immer skeptisch, wenn mir jemand sagt, hier, geil und total und so weiter. On the world! Ja. It's the best Energy Drink in the world. Mhm. Ich kriege ihn geruchlich noch nicht so gut eingeordnet. Zitronig, limettig, Zeste, auch gesagt, die Richtung. Ja, Limette aber als Zitrone. Zitrusverschnitt auf jeden Fall, geruchmäßig. Aber eher so... Aber sehr dezent. Künstlich dezent. Aber es geht auch schon wieder in die Richtung Mountain Dew. Ein bisschen schon. Es ist auch leicht grünlich. Wobei es noch nicht so süß riecht, wie wenn du an Mountain Dew schon riechst, merkst du schon die Süße durchballern. Das merkst du jetzt hier bisher noch nicht. Wie schmeckt er denn? Mountain Dew, etwas säuerlicher, aber gleichzeitig auch etwas süßer. Und mehr Limette. Noch mehr Limette. Säuerlicher. Ja. Aber es kommt, also es ist sehr nah am Mountain Dew-Geschmack. Wenn man es weiß. Dass es kommt, also man merkt, woher es kommt. Definitiv. Also ich würde mal sagen, wenn einer Mountain Dew schon mal getrunken hat, du drückst ihm das in die Hand und sagst ihm nicht, dass es Mountain Dew herstellt, wird er das nicht merken. Aber wenn du es weißt, kannst du es dann merken. Kannst du es schon rausschmecken. Generell, also die PepsiCo-Geschichten, die schmecken alle schon wesentlich, also die kannst du alle schon eingrenzen, im Gegensatz zu anderen Sachen. Erinnert aber auch stark an die Naturell, finde ich, die Naturell Citrus. Auch, sehr aber sogar. Nicht so... Also die Naturell ist schon... Echt? Ich finde schon, dass die extrem nach der Naturell Citrus schmeckt. Also so viel... Die Naturell ist vielleicht noch ein bisschen breit gefächerter, was den Zitrusgeschmack angeht. Aber ich finde, das schwingt schon sehr in die Richtung. Ja, doch. Aber vor allem finde ich immer interessant, das ist ja der Basis-Energy. Also das ist das, was sie als Basis-Energy-Drink raushauen. Mhm. Und dafür als Basis-Energy ist da schon ein Haufen Zusatzgeschmack, Fruchtgeschmack mit bei. Ja. Da ist natürlich dann die Sache, ob man das dann als Basis-Energy raushaut oder dann von vornherein Energy-Citrus oder so nennen will. Das ist dann aber Marketing-Sache, okay. Kann man drüber wegsehen. Aber gefällt auf jeden Fall. Der ist super. Der ist wirklich gut. Also da wurde uns schon mal nicht zu viel versprochen. Ja, auf jeden Fall. Zum Elevation. Elevate. Elevate, verzeihung. AMP Energy Elevate Focus L-Theanin. Wo kenne ich das her? Das war doch auf diesem... ist das nicht dieses Chill-Gedöns? Da ist das denn nicht auch mit? Ah, nee, das war L-Lysin. Ja. Naja, gut. Blast of Mixed Berry Energy Supplement. Blast.
vom Style her genau gleich wie der grüne, nur in blau. Das gleiche in grün. Das gleiche in blau. Blau. Voila. Voila die Halbmatze. Blueberry. Ja. Oh ja, das ist typisch. Das ist absolut. Kunst-Blueberry. Naja. Vielleicht sogar schon fast Natur-Blueberry. Ich will mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen. Das ist genau das Zwischending zwischen dem Rhino's Relaxation Drink und dem Rockstar Blue. Nee, dem Red Bull Blue Edition. Meine ich doch, Red Bull Blue, nicht Rockstar Blue. Falscher Name fürs richtige Bild, was ich im Kopf hatte. Ne? Mhm. The Big Bad Bull. The Big Bad Bull. Wie schmeckt er denn? Schmeckt er denn auch nach Blueberry? Schmeckt da jetzt keinen großen Unterschied raus. Wenn du mir einen Red Bull hinstellst, der Red Bull-Prickel fehlt. Aber es ist auch so ein gewisser Prickel da. Wobei da noch ein bisschen mehr so Preiselbeer mitschwingt. Preiselbeer, Blaubeere. Das ist alles das Preiselbeer meinst Preiselbeer du? Preiselbeer meine ich. Heidelbeer ist dann doch wieder das Gleiche. Das meine Haben ich. Wir ja in der genau. letzten schon rausgekriegt. Mhm. Ja. Und hat, auch ein bisschen, und hat noch ein bisschen Ahoi-Brause-Feeling. Mhm. Haut mich jetzt aber im Vergleich zu dem nicht so vom Hocker. Er ist immer noch gut. Also ich finde im Vergleich zu dem finde ich den ein bisschen sogar besser. Das ist dann Blaubeere aber nicht so. Das ist dann Eigengeschmacksfrage, glaube ich. Ja, das ist halt die Frage, ob ein Blaubeere gut sind sie beide. Yeah. Nee, bin ich ja, also Rotberry, Blaubeery, gut, ich tue mir lieber Rotberry und Blaubeery, ja. Ich mache heute hier Captain Blaubeery. Captain Blaubeery, so sieht's aus. Wenn ich die Wahl zwischen Redberry und Blueberry, nehme ich die Blueberry, aber ja, gefällt auch. Mhm. Sie sind relativ klar. Also die zwei zumindest bisher. Sie machen nicht so einen großen Misch aus verschiedensten Geschmacksrichtungen, sondern der bleibt ganz klar Zitrus, vielleicht meist größtenteils Limette. Der da bleibt ganz klar Blueberry, ohne noch irgendwas anderes noch mit reinzuwerfen. Ja, vielleicht noch ein Hauch schwarze Johannisbeere oder was. Schwarze Johannisbeere oder vielleicht diese Heidelbeer-Preiselbeere. Was haben wir noch? Den Overdrive. Ist Overdrive nicht ein Lied von den Foo Fighters? Overdrive, ja, richtig. Overdrive, ja. Wusste doch, dass mir das bekannt vorkommt. Und das war jetzt. Das war jetzt Focus und das Focus ist jetzt Turbo Boost. Turbo Boost! You got Boost Power! Power! Um mal wieder Jeremy Clarkson zu zitieren. Und drunter steht Yerba Mate. Yerba. Ob das jetzt irgendwie ein Unterschied ist zur normalen Mate oder irgendwie eine. Und dann noch Intense Hit of Cherry ist da noch drunter. Wo hier stand Blast of Mixed Berry und hier ist dann Intense Hit of Cherry. Cherry. Was hatte der normale? Hatte der auch noch irgendwas? Nö, da stand nur Energy Supplement. Da bin ich ja jetzt mal sehr skeptisch, weil wir wissen ja von den US-Produkten, wenn da Cherry draufsteht, schmeckt es nach Vanille. Dr. Pepper. Dr. Pepper. Entschuldigung, hatte da so ein komisches Kratzen im Hals. Das finde ich so krass, dass die Amis die Dosen ja, bis zum bis Rand. Bis zur Oberkante ballern die da das Zeug rein. Finde ich aber ehrlich gesagt. Da kommt es ihm gleich schon hoch, der ist so gut, ja. Ja, das finde ich aber eigentlich besser, wenn sie es wirklich bis Oberkante auffüllen, weil es ist nicht so eine Verbraucherverarsche. Wenn du sagst, hier, guck mal, da ist 20% mehr drin, dann machst du es auf und dann ist ab hier erst aufgefüllt. Ja, ist doch wurscht, es ist trotzdem das drin, was drauf steht. Ja, aber trotzdem geht es nur darum, dass das Produkt größer wirkt für den, der es kauft. Aber ich finde es, guck mal, da ist mehr drin. Ganz ehrlich, ich hab's trotzdem lieber die Dose in Größe, also ein bisschen größer, damit es nicht rausschwappt. Ja. Bist einfach unfähig. Ich kann es nicht einordnen. Also es ist irgendeine Rotfrucht, aber ich würde jetzt nicht sagen, ja, das also ist Kirsche. Kirsche überhaupt gar nicht. Gell? Also Kirsche würde ich jetzt auch nicht sagen. Es ist allgemein kaum ein Geruch bei dem hier jetzt vorhanden. Bei dem hier hast du schon von vornherein ein bisschen die Blueberry. Ja, also ganz greifen kannst du es nicht. Ich würde sogar sagen, es ist schwarze Johannisbeer. Oder so ein bisschen Jastabeere, was ich ja immer gerne zitiere. Also die Michael als Johannisbeere. Es gibt ja diese langen Balla-Balla-Schnüre. Und da die blauen. Die schmecken oder riechen so ähnlich. Achso. Ja, aber doch, ich weiß, was du meinst. Die Richtung. Ja, nicht hundertprozentig, aber das trifft es, glaube ich, am ehesten. So Gummibärchenzeug, also so. Süßkram. Süßkram, ja. Schütz dir mal rein. Jetzt bin ich gespannt. Kommt aber dann im Geschmack schon eher ein bisschen Kirsch mit, aber auch nicht echt? So. Ja, ein bisschen, aber auch nicht so Kirsch.
Ich krieg's noch gar nicht so richtig hundertprozentig eingeordnet. Haben die Amis irgendwie was anderes unter Kirche verstanden als die Deutschen? Man weiß es nicht. Vielleicht kennen die keine echten Kirschen. Mhm. Die müssen ja immer importieren. So wie bei uns die Erdbeeren. Zum Beispiel die Holland-Wasser-Erdbeeren. Oder woher auch immer. Italien, whatever. Ich weiß es nicht. Nee, die einzigen Erdbeeren, die wirklich nach Erdbeeren schmecken, sind ja die Walderdbeeren. Also die Wilderdbeeren. Die Wilderdbeeren. Ja, wobei die deutschen Felderdbeeren auch nicht so übel sind. Ja, aber die sind auch stark überzichtet. Die schmecken eigentlich nicht mehr wie die ursprüngliche Erdbeere. Die Ur-Erdbeere, die gemeine Erdbeere. Was auch immer. Trotzdem geschmacklich. Mäh. Dr. Pepper Déjà-vu. Ich krieg's gar nicht eingeordnet, aber not the good way. Also es ist, ich weiß nicht. Also schlecht finde ich es nicht. Also es ist schon. Also im Vergleich zu den beiden kackt der für mich schon ordentlich ab. Also ich finde ihn genießbar. Genießbar, ja. Genießbar schon. Aber klasse, also wenn ich mal wieder, da wir ja eh von einem Getränk reden, was von Mountain Dew hergestellt wird, habe ich bei dem das gleiche Gefühl wie bei Code Red. Nee, gar nicht. Also Code Red. Nee, im Sinne von nämlich nicht, dass er schlecht ist, weil Code Red finde ich jetzt auch nicht wirklich schlecht. Aber wenn dass ich mir den nicht einordnen kann. Nee, auch das nicht, sondern ich kaufe mir den, trinke ihn und denke mir, ich hätte mir einen von den beiden kaufen sollen. Das ist. Habe ich auch nicht. Also ganz ehrlich, also ich finde ihn echt nicht schlecht. Also ich kann mich da echt nicht beklagen, aber ich krieg's nicht eingeordnet. Es ist leicht säuerlich. Also ich würde am ehesten tendieren. Mehr muss man an. Ich würde am ehesten tendieren, es ist Josta-Beere, also so Richtung Johannisbeere, Stachelbeere, schwarze Johannisbeere, so die Richtung. Vielleicht auch ein bisschen, was du meintest, Preiselbeere mit dabei, aber ganz wenig. Mate-Geschmack meine ich jetzt gar nicht. Himbeere könnte auch mit. Ja doch, Himbeere ist auch mit dabei. Also generell, es ist so ein, würde ich sagen, generell ein typischer Waldfruchtmix. Also kein Rotfruchtmix, sondern Waldfruchtmix. Weißt du, ich habe, glaube ich, was gut definieren ist. Mhm. Es gibt ja Götterspeise. Mhm. Götterspeise gibt es einmal als Waldmeister und einmal die rote. Das erinnert an die so rote Götterspeise so ein bisschen. Ess ich nicht. Die Richtung. Grob. Oder was auch noch eine Möglichkeit wäre, wäre so eine, wie heißt das Zeug? Dieser Kompott. Rote Grütze. Rote Grütze. Rote Grütze. Das ist es. Das aber ist selbst da würde ich. Selbst das ist es noch nicht hundertprozentig, nee, aber das ist am ehesten. Da würde ich sagen, da ist es dann die Fruchtgrütze mit Waldfrucht. Also mit, wo auch Brombeer mit dabei ist. Ja, und Himbeer. Und genau. Aber das trifft es, glaube ich, am ehesten so in die also eher grobe Richtung. Waldfrucht. Immer noch okay, aber ich würde dir auch zustimmen. Also ich würde dir nicht zustimmen insofern, dass man da enttäuscht ist, dass ich dann. Nee, so krass wie Code Red ist es dann nicht. Das ist klar. Code Red enttäuscht schon böse. Also so enttäuschend ist er dann nicht. Aber dennoch, also würde ich trotzdem. Ich würde es auch nicht unbedingt bereuen, aber. Ja. Wo du bereuen sagst, nehmen wir doch gleich mal den Zuckerfreien. Wir hatten jetzt drei gute, also jetzt zum Zuckerfreien. Wer uns regelmäßig zuschaut, weiß, dass wir große Fans von Zuckerfreien Gedönsen sind. Gedönsen. Ja, vielleicht, ich habe ja immer noch die Hoffnung, okay, so viel zur Hoffnung. Ich habe noch gar nichts gesagt. Er riecht zumindest. Riechen jetzt wieder Helme. Fast gleich. Was ja nichts heißen muss. Das ja, was nur nichts heißen muss, aber es ist zumindest schon mal kein schlechter Anfang, sagen wir mal so. Eine Rüstbrühe mit zwei Bergen. Lecker. Oder? Ich verstehe es nicht. Typischer Süßstoffabgang. Nicht so extrem. Ja, es geht noch schlimmer. Aber gut ist es auch nicht. Nee. Von den Süßstoffvarianten immer noch einer der trinkbarsten. Ja, das auf jeden Fall. Also von süßstoffreichen, zuckerfreiem Gedönsen, was so hergestellt wird, ist der auf jeden Fall noch bei den Bessersten dabei. Aber auch es hat diesen typischen Cola Light Abgang. Ja, vor allem diesen Nachgeschmack und der auch vor allem länger auf der Zunge bleibt. Genau. Also den hat er, leider. Da gibt es bessere Varianten. Es kommt nah an den ran, aber der Zucker versaut. Also für einen zuckerfreien bleibt er recht nah am Original. Das muss man ihm echt zugute halten. Bleibt dann aber leider doch ein zuckerfreier. Und dementsprechend weit unter dem Originalstandard hängen. Aber was wollen wir machen? Ja.
es gibt nur sehr wenige bisher, nur einen einzigen, der es geschafft hat, uns zu überzeugen. Und es ist auch leider weiterhin dabei geblieben. Das heißt, wir bleiben bei der Aussage, drei gute, ein zuckerfreier. Drei gute, ein zuckerfreier. Ja. Vom Ranking her, für dich, was ist der Beste von den drei? Die stehen in der richtigen Reihenfolge. Bin ich ganz deiner Meinung. Ne? Außer, also da, wenn man die zwei tauscht, dann bin ich deiner Meinung. Also für mich ist der Beste, für dich ist der Beste. Und danach, also für uns beide sind je nach Geschmack die da, dann der da und dann irgendwo in der nächsten Stadt, Dankeschön, kommt dann der Zuckerfreie. Trinken kann man die drei auf jeden Fall alle, wenn der Geldbeutel mitspielt. Ich weiß es nicht, was kostet die normalerweise bei den 4, 5 Euro sowas. 4, 5 Euro für eine Runde. Da steht es dann auf jeden Fall. Okay. Ja, also kann man sich mal gönnen, so zum Geburtstag oder so, mal zuschenken. Also lassen. Ganz ehrlich, also für den Geschmack ist es das auf jeden Fall wert. Ja, ja. Also einer von den beiden wäre es mir mal wert, ihn auf jeden Fall zu holen. Bei dem hier würde ich ehrlich gesagt, bei 4 Euro würde ich persönlich mir den dann nicht holen. Aber die zwei sind auf jeden Fall mal wert, da mal reinzuhauen. Ich hole mir auch für 2 Euro kein Monster. Ich bin doch nicht bescheuert. Richtig. Vor allem, weil Monster scheiße schmeckt. Ich kann ihn nicht mehr trinken. Am Anfang, weiß nicht, war er irgendwie faszinierend. Naja gut, anderes Thema. In diesem Sinne nochmal danke an Drink4U. Wie gesagt, schaut euch deren Sortiment mal an. In diesem Sinne. Adios.